Hallo Münster, herzlich willkommen zur verdammt heute ist Montag-Ausgabe von Münsterama. Aber zum Glück liegt der schlimmste Tag der Woche ja schon fast hinter euch. Und zum entspannten Ausgang des Montags haben wir extra sehr charmante, wunderschöne und vor allem extrem talentierte Damen heute im Programm, die Zucchini Sisters. Die drei beschreiben sich selbst als Freundinnen der leichten Unterhaltungsmusik und die Swing-Klassiker der 30er Jahre sind Ausgangspunkt ihrer musikalischen Exkursion. Seit 2009 tummelt sich das Trio auf den Showbühnen dieser Welt und jetzt endlich hat es geklappt. Wir haben die Ladies exklusiv zum Interview getroffen. Viel Spaß! Haben zusammen tatsächlich in einer sehr, sehr kleinen Kleinstadt studiert. Aber wir kannten uns noch nicht so wirklich. Und dann kam es, dass wir alle drei auf dem Markt dieser kleinen Kleinstadt einkaufen waren und wir standen am Gemüsestand. In einer Reihe hintereinander. Und dann waren wir so am Bezahlen und auf einmal fiel uns auf. Was fiel uns denn auf? Ihr habt es vergessen. Unfassbar. Naja, es war jedenfalls so, dass jede von uns exakt 3 Zucchinis gekauft hat. Denn wir wollten alle Zucchini-Auflauf kochen, weil nämlich Zucchini unser Lieblingsgemüse ist. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und sind ins Gespräch gekommen. Dann hat sich herausgestellt, dass diese Dame da für jegliches Blasinstrument wirklich versiert ist und diese Dame hier für Kontrabass und alles, was dazugehört und ich ein bisschen Gitarre. Und dann dachten wir, ja geil, dann machen wir eine Band. Und das haben wir jetzt gemacht und sie heißt selbstverständlich Zucchini Sisters. Das war vor wie vielen Jahren? 2,5. Nochmal. 2,5. 2,5 Jahren. Light and stars that shine above so bright. The magic of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulders as we creep across the sand so I may keep the memory of our caravan. Wir sind Freunde der leichten Unterhaltungsmusik und wir haben uns dem Swing verschrieben, wobei ich sagen möchte, dass die letzten 70 Jahre Popgeschichte nicht an uns vorbeiziehen konnten und wir kein Museum machen. Also das Intimste, was ich jemals vor einer Kamera erzählen werde, ist unser geheimes Ritual, was wir während unseren langen, langwierigen, manchmal auch langweiligen Autofahrten machen. Und das ist die obligatorische Fahrtmöhre. Keine Fahrtzucchini, die lässt sich roh nicht so gut genießen, sondern eine Fahrtmöhre. Und das kommt so, dass man unterwegs nie genug Essen einpackt, immer Hunger hat, immer blödes Essen von der Straße essen muss. Dann habe ich die Fahrtmöhre entwickelt. Ich kaufe einen Sack Möhren, packe den ins Auto. Im Auto, in einem Handschuhfach, haben wir einen Fahrtmöhrenschäler. Wirklich wahr. Und der Beifahrer muss dann die Fahrtmöhre schälen und jeder Anwesende im Auto muss mindestens eine essen. Das nächste Mal live kann man die Zucchini Sisters übrigens dann am 24.08. in Schwerte sehen. Und apropos sehen, am Wochenende stellten jetzt Designstudenten der FH Münster ihre Abschlussarbeiten am Leonardo Campus aus. Rund 42 Absolventen haben es geschafft und ihr Designwissen aus dem jahrelangen Studium in ihre Bachelor- und Diplomarbeiten gepresst, die sich unter anderem mit Corporate- und Produktdesign, Illustrationen oder Film beschäftigen.
Meine Kollegen Andi und Patrick nehmen euch mit auf einen kleinen Vernissage-Rundgang. Viel Spaß! Parcours an der FH. Keine Hindernisse, kein Gerenne, hier wird geguckt. Dabei geht's bunt, quadratisch, schlicht, musikalisch, kurzum kreativ zur Sache. Die Ausstellung hier soll im Endeffekt den Absolventen eine geeignete Plattform bieten, ihre Arbeiten angemessen zu präsentieren, in Kontakt mit Leuten zu kommen, die dann vielleicht weiterleiten und in das Berufsleben quasi, soll, also die Ausstellung soll ins Berufsleben führen. Und dabei geht's dann hoffentlich nicht abwärts wie im Kreis, sondern hoch hinaus. Designerisch wertvoll oder auch ganz traditionell zum Durchblättern. Den kompletten Ausstellungsrundgang seht ihr dann übrigens morgen bei uns im WMTV-Programm ab 18.30 Uhr in Mission Heimat. Und bei Münsterama erwartet euch eine Zuschauertestreihe der Extraklasse. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird kalt, sahnig und sehr, sehr lecker. So, und das war's auch schon. 7 Minuten Münsterama sind mal wieder wie im Flug vergangen. Keine Sorge aber, wir sehen uns ja morgen schon wieder. Und in der Zwischenzeit schaut doch einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, postet was oder schreibt uns eure Anregungswünsche. Jetzt wünsche ich euch allen noch einen super Restmontag, genießt den Feierabend und bis morgen. Tschüss.